Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum ist eine Frage von großer gesellschaftlicher Bedeutung und Dringlichkeit. Und wenn wir die Probleme nicht lösen, auch von einer großen gesellschaftlichen Sprengkraft. Wohnen ist eine der sozialen Fragen des 21. Jahrhunderts geworden. Wohnen muss für alle bezahlbar sein. Die große Koalition hat sich große Ziele gesteckt. In den nächsten Jahren sollen 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Dabei werden wir vor allem das Angebot an bezahlbaren Wohnraum erhöhen. Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum beschäftigt in Ballungsgebieten längst die besser verdienende Mittelschicht. Ältere Menschen, die eigentlich in einer viel zu großen Wohnung wohnen, aber noch von einem alten Mietvertrag profitieren, können sich einen Umzug zum Beispiel in eine kleinere Wohnung gar nicht mehr leisten, um Platz zu schaffen für Familien, die mehr Wohnfläche benötigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen daher so schnell wie möglich eine Wohnraumoffensive. Wir werden hier im Bund Verantwortung übernehmen, um diese Herausforderung gemeinsam mit den Ländern und Kommunen anzugehen. Wir werden den sozialen Wohnungsbau fortsetzen und ausbauen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, dabei zähle ich auch auf Ihre Unterstützung, damit wir dies mit einer Grundgesetzänderung auch schnell hinbekommen. Das Problem ist viel zu drängend, als dass wir parlamentarische Streitigkeiten auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter austragen. 2 Milliarden Euro investieren wir zusätzlich in den sozialen Wohnungsbau. Und das ist gut angelegtes Geld, denn nur zusätzliche Wohnungen entlasten den Wohnungsmarkt. Natürlich gehört auch der private Wohnungsbau dazu, den wir mit einer steuerlichen Förderung und auch dem Baukindergeld ankurbeln wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Ziele erreichen wir nur, wenn wir mehr bezahlbares Bauland mobilisieren und Spekulation mit vorhandenen Bauflächen eindämmen. Bauland ist ein knappes Gut und steigende Bodenpreise treiben die Baukosten in die Höhe. Mit der neuen Koalition werden wir Ländern und Kommunen künftig bundeseigene Grundstücke für die soziale Wohnraumförderung günstiger zur Verfügung stellen. Die höchsten Einnahmen durch Verkäufe bringen nichts, wenn der Staat im Anschluss für immer mehr Menschen immer höheres Wohngeld zahlen muss, damit die Menschen sich Wohnen überhaupt noch leisten können. Gleichzeitig geht es uns aber auch darum, Mieterinnen und Mieter vor explodierenden Mieten zu schützen. Die Verschärfung der Mietpreisbremse und die Absenkung der Modernisierungsumlage werden hier helfen. Für deren Verankerung im Koalitionsvertrag hat die SPD besonders gekämpft. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir dem Koalitionsvertrag unter anderem die Überschrift geben, ein neuer Zusammenhalt für unser Land, dann geht es um noch mehr als Wohnungsneubau und Schutz vor Verdrängung. Dann geht es uns um die Gestaltung von Städten, Kommunen und Quartieren, dass Stadtzentren bunt und vielfältig bleiben auf dem Land und in den Metropolen. Und wenn wir den immensen Druck aus den Ballungszentren herausnehmen wollen, müssen die ländlichen Räume und auch kleinere Städte langfristig lebenswert bleiben. Und deshalb ist es gut, dass wir die Mittel für das Förderprogramm Soziale Stadt und die anderen Städtebauförderprogramme in der letzten Legislaturperiode verdoppelt haben und nun auch auf dem gleichen Niveau fortführen wollen. Sie machen es möglich, dass sich auch nicht die ganz so reichen Städte und Kommunen, übrigens fast die Hälfte der Städtebauförderung fließt in ländliche Regionen, um ihre sozialen Brennpunkte kümmern und auch Chance zur Teilhabe schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viel wurde ja schon über das neue Heimatministerium diskutiert. Ich finde, wir sollten es als Chance begreifen. Heimat ist der Ort, wo wir uns aufgehoben fühlen und gut leben, wo es Schulen und Busse gibt, wo öffentliche Daseinsfürsorge und schnelles Internet funktionieren und wo es öffentliche Begegnungsorte wie Schwimmbäder, Theater und Sportvereine gibt. Und der Koalitionsvertrag bietet die Chance, durch sozialen Wohnungsbau, durch Städtebauförderung und auch Förderung des ländlichen Raums einen Beitrag für einen neuen Zusammenhalt in unserem Land zu schaffen. Und daraus ergibt sich auch, lieber Kollege Seehofer, ein Aufgabenheft für das neue Ministerium, deren Umsetzung wir auch Punkt für Punkt hier im Bundestag intensiv begleiten werden. Und lieber Herr Minister, ich freue mich da auch auf eine gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Daniel Fürst, FDP.